Die junge Generation Schwächert ging der Frage nach, wer denn Schwächerts bester FIFA-Spieler ist. Sie organisierte dazu das erste Schwächerter FIFA-Turnier in der Fellmeierscheune. Neben dem Spaß für die vielen Teilnehmer ging der Reinerlös an die Ärzte ohne Grenzen zur Hilfe in Syrien. Wir veranstalten ja auch genug Fußballturniere, aber im Winter lässt sich natürlich nicht so leicht Fußball spielen, außer in der Halle. Und deswegen haben wir uns gedacht, veranstalten wir neben einem Hallenturnier auch einmal ein FIFA-Turnier, was die Leute sicher freuen wird, also was die Jugendlichen freuen wird, die hier mitspielen. Viele Jugendliche sind uns herangetreten und haben gesagt, warum machen wir nicht eigentlich ein FIFA-Turnier? Weil wir spielen alle zu Hause und gemeinsam macht das natürlich mehr Spaß. Und so kommt es dann zustande, dass wir jetzt 32 Spieler haben, die an einem Turnier mitmachen bei uns hier in der Scheune. Jeder darf sich von Beginn an seine eigene Mannschaft aussuchen und durch das ganze Turnier durchspielen. Es ist so, man spielt vom Tormann hin, teilweise bis zum Stürmer, jede Position, immer wo der Ball halt ist. Und auch wenn der Gegner den Ball hat, muss man auch einen Spieler spielen und verteidigen und sich den Ball holen. Also man kann wirklich das ganze Spielgeschehen selber gestalten. Es gibt einige von uns, also ich nicht, aber viele von den besseren Spielern hier, die täglich trainieren und ich tippe mal auf die, also dass die wirklich das Turnier auch gewinnen werden. Übung macht den Meister und so wird es auch ausgehen. Ich will jetzt nicht irgendwie gemein sein, aber es kommt auch manchmal auf den Gegner an. Es sind viele Leute da, viele Freunde von mir, die wirklich stark sind, gegen die auch ich mir wirklich schwer tue. Es ist auch ein Freund da, gegen den ich meistens immer verliere. Also, ich hoffe, dass ich nicht gegen den spiele und dass wer andere den rausschießt. Hier sind sehr viele Partien heute und sehr ausgeglichen, sind wirklich auch gute dabei. Ich hätte eigentlich nicht mitspielen sollen, ich bin einer von den Organisatoren. Ich bin eingesprungen, weil einer abgesagt hat. Aber es macht trotzdem Spaß. Sehr Spaß, ja. Und vor allem, es ist für einen guten Zweck. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir haben diese tragischen Zustände in Syrien gesehen und dachten uns, dass hier unser Geld wohl am besten angelegt ist und haben uns gedacht, dass wir den gesamten Erlös, den wir hier reinbekommen, an Ärzte ohne Grenzen spenden, für deren ihre Syrienhilfe. Das ist der Gedanke dahinter. Dass das Ganze auch einen guten Zweck hat. Weil wenn man Spaß hat, ist das eine Sache, aber wir als junge Generation wollen natürlich auch ein bisschen die Gesellschaft verbessern. Ich habe mich auch jetzt wieder erkundigt bei Ärzte ohne Grenzen. Also es reichen schon 100 Euro aus, um 90 Menschen für 3 Monate medizinische Hilfe, medizinische Notversorgung zu geben. Und ich denke, das sagt viel aus, diese Zahlen. Also vor allem, wenn man diese tragischen Zustände dort noch einmal sieht, da kann man nur helfen wollen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir Verbesserungen für die Schwächer der Jugend in der Stadt durchsetzen. Zum einen wollen wir, dass die Sportgebühren vom SVS drastisch gesenkt werden und zum anderen natürlich auch, dass wir Wohnungen weiterschaffen, um unsere Jugend Wohnraum zu geben. Natürlich ist es unsere Hauptpriorität als Sozialdemokratie, dass wir diese Wohnungen leistbar machen. Wir wollen auch ein Modell andenken, dass wir eine gewisse Zahl an Wohnungen zu Wohngemeinschaften umfunktionieren, um so einigen Jugendlichen noch günstiger die Wohnungen zu ermöglichen und gleichzeitig mehr Jugendliche von der Liste runterzubekommen. Das ist das Ziel dahinter. Dass man sagt, dass man Wohngemeinschaften gründet, wo verschiedene Jugendliche zusammenkommen.